Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir... Meine Maus ist noch im Bild. Nein, ist sie nicht. Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe Dratini... das Item-EP-Teiler gegeben. Ich hab's schon abgeholt. Ich dachte mir so, ja komm, kann man mal moken. Ja, ich hab's schon gemacht. Wir brauchen einen Schneider hierfür, oder? Oh... Ja. Okay. Ja, ich hab's schon mal abgeholt. Weil ich mir so dachte, ja komm. Muss ich jetzt nicht noch im Video machen. Ich hab halt, das kann ich euch jetzt schon zeigen nochmal. Einmal kurz, ach komm, bewegen. Ich habe einmal das liebe, wo ist es hier? Hornly auf Bibor trainiert und ich habe einfach Pummeluff einen Mondstein gegeben und es zu Knuddeluff entwickelt. Doch, bewegen wir richtig. Wo ist es? Wir hatten nochmal zu Schneider. Porenta, wo ist Porenta? Ich sehe Porenta nicht. Seht ihr Porenta? Ah, da, okay. anstelle von wem? Komm, anstelle von Smetbo erstmal. Ah, dass wir hier jetzt nochmal zu Schneider brauchen, ey. Das ist doof. Ich hoffe, wir brauchen uns auf dem Weg zur Liga nicht oder so. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber naja, okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Arena. Und wir könnten theoretisch auch in der Arena ein wenig Dratini trainieren, weil Dratini ja Flammenwurf kann. Und das halt sehr effektiv auf Pflanzen ist. Deswegen, Pokémon Arena. Prismane ist die Pokémon Arena. Arena-Leiterin Erika, die naturliebende Prinzessin. Hallo. Hey, diese Arena ist voller Frauen. Okay. Komm runter und entspann dich. Wir haben hier diesmal auch keinen Boy stehen. Ja, okay. Sehr viele Trainer, merke ich gerade. Ich sollte dir etwas über diese Arena erzählen. Nur echte Damen sind hier zugelassen. Ah, hast du mich gerade echt keine echte Dame genannt? Das finde ich aber nicht okay. Du mit deinem Knuffenser. Helen. Jo, einfach Aeroas, ne? Einfach Aeroas. Wir könnten hier halt echt gut Radini trainieren, ne? Aber alter Boga braucht die Erfahrungspunkte auch. Auch wenn das echt nicht viel ist. Ultrigaria, komm, wir machen einfach mal... Einfach mal aus Spaß. Einmal Dratini. Sorry fürs Husten. Hallo Ultrigaria, komm. Flammenwurf! Giftbruder. Dein Ernst? Giftbruder. Nicht cool. Ah, Flammenwurf dürfte reinböllern, komm. Was? Okay, das ist weniger Damage als erwartet. Aber um einiges weniger Damage. Das ist um einiges mehr Damage als erwartet. Hi. Kacke. Ho. Okay. Ich glaube, wir tradieren Dratini hier doch nicht. Shit. Okay. Dann komm mal bitte raus, Torboga. Nein, Dratini kann nicht ausgewechselt werden. Okay, dann müssen wir auf die bewährte Taktik der Superschränke zurückgreifen, bis Dratini wieder vom Wickel befreit ist. Würde ich mal sagen. Ja, dann, okay. Wir könnten, okay, dann könnten wir jetzt Dratini. Ultrigaria eigentlich besiegen. So, das dürfte eigentlich gehen. Wenn Wickel trifft, macht's halt ganz guten Damage soweit, aber wenn Flammenwurf trifft, ja genau, schön. Dann ist Ultrigaria besiegt. Wickel und Gift treffen nicht mehr, soweit ich weiß. Schöne 700 Erfahrungspunkte für Dratini. Level 16, das ist schon mal sehr schön. Seid nicht so grob zu mir. Doch, bin ich. Definitiv. Dann würde ich sagen, erstmal ein Gegengift. Ich habe mein das Inventar übrigens noch mal ein bisschen sortiert. Ja. Erstmal Gegengift für Dratini benutzt und jetzt... Mir wurde es schon langweilig. Okay. Schönheit. Salma. Schönheit Salma. Okay. Gut, wir trainieren doch Torboga und durch die EP-Teiler Dratini. Weil sonst... Ja, das wird nichts. Das wird sonst nichts. Noch ein Knuffenser, okay.
Ich bin gerade echt am Überlegen, ob das nicht ein gutes Training für Dratini wäre, wenn wir doch den Dings, den Fahrradweg runterfahren würden. Für Dratini wäre das, glaube ich, echt ein sehr gutes Training. Also werden wir das, denke ich mal, doch machen. Ich weiß es aber noch nicht genau. Aber ich denke, ja doch. Wäre halt echt gut. Für Dratini ist das halt echt ein gutes Training, deswegen könnte man das eigentlich machen. Alter, oh, warum haben die denn alle nur Knofensas und Miraplas? Warum habt ihr denn keine gute Weiterentwicklung von irgendwem? Jetzt mal im Ernte. Das ist ein bisschen nervig. Hier gibt es so wenig Erfahrungspunkte. Mensch. Aber okay. Meine Frisur. Ich habe deine Frisur nicht einmal getatscht. Aber okay. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Oh, Pflanzen-Pokémon, doch. Ich finde, Pflanzen-Pokémon trainieren, ja, ist schon eine große Mühe irgendwie. So. Also manchen Spielen auf jeden Fall. Manchen Pokémon spielen definitiv. Pflanzen-Pokémon auch irgendwie so, ich weiß nicht. Sie kommen mir oft schwach rüber. Schwach vor, so. Oder? Sehe ich das jetzt falsch, Leute? Ich weiß es nicht. Sie kommen mir auf jeden Fall nicht so strong vor. In vielen Punkten. Leider nicht. Schön, Tauboga schon mal Level 32. Ist schon mal ganz okay. Und Dratini erreicht auch Level 17. Süß. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann sich Dratini entwickelt. Habe ich gar nicht drauf geguckt. Habe ich mir gar nicht gemerkt, leider. Ja, hast du nicht schon einmal hier reingeschaut? Nein, habe ich nicht. War hier noch nicht einmal drin. Das ist gerade das erste Mal, dass ich hier bin. Du hast ein süßes Bisasam. Oh, das ist schön. Aber warum hast du noch kein Bisaknoss? Das ist Level 24. Mann. Sei doch mal schlau und entwickle deine Pokémon. Ich glaube, Gigasauger wollte ich Dratini beibringen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wollte ich Gigasauger? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube, ich wollte eigentlich Gigasauger noch Dratini, beziehungsweise dann später halt Dragoran beibringen. Wenn er es überhaupt dann lernen kann. Doch eigentlich, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so schockiert. Okay, warum? Aber wollte ich? Ich weiß es, Leute. Ich weiß es gerade echt nicht, Leute. Es tut mir leid, aber ich bin der Meinung, ich wollte das machen. Wir kommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Mache ich nicht. Würde ich niemals. Nee. Du hast Trainerin und du hast nur Knofenser. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich hoffe, du überraschst mich noch mit irgendeinem starken Pokémon. Ich hoffe es. Weil sonst ist das hier echt bitter. Sehr, sehr bitter. Sind unsere Pokémon irgendwie übrigens ein bisschen überlevelt? Eigentlich ja nicht, oder? Also, jetzt mal im Ernte. Kommt mir nämlich gerade so ein bisschen so vor. Alle so Level 22. So, alles nur die ersten Entwicklungen so. Irgendwie, ich weiß nicht. Ultrigaria, immerhin. Schön, Yvonne. Du hast einen Ultrigaria. Warum hast du deinen Knofenser? Du hattest einen Knofenser, oder? Warum hast du den Knofenser noch nicht weiterentwickelt? Das andere. Warum? Naja. Fliegen regelt. Ich will halt noch ein bisschen Aeroas AP sparen. Dratini Level 18. Sehr schön. Ein Duplo. Warum hast du das mit Mirapla von eben nicht entwickelt? Jetzt komm schon. Das kann nicht dein Ernst sein. Ach Mensch. Immer diese komischen Trainer. Verstehe ich nicht. So, schön, weiter. Nächstes Pokémon. Was ist das nächste Pokémon? Ein Bisaknosp. Oh, okay. Letztes Pokémon Bisaknosp. Interessant. Aber das wird dir leider auch nichts bringen. Immerhin hast du ein Bisaknosp und kein Bisasam. Mit Level 22. Das wäre echt, also dann wärst du unten durch gewesen, du. Dann wärst du unten durch gewesen, Yvonne. Definitiv. Ich habe verloren. Ja. Da war deine Girl Power wohl doch nicht stark genug. Bring bloß keine Käfer oder Feuer-Pokémon hierher. Habe ich nicht. Also, ich habe ein Pokémon, was eine Feuerattacke kann, ja. Aber kein Feuer-Pokémon. Dafür aber ein Tauboga.
was der Miraplan mit der Eroas wegschnitzen wird. Miau. Easy. Ich glaube, hätten wir keine EP-Teile für Dratini, dann wäre Torboga schon der 34 vielleicht? Könnte ich jetzt so schätzen? Doch, ich würde es so schätzen eigentlich. 34 könnte schon drin gewesen sein. So, wenn ich mir überlege, es hat jetzt gerade so das erste Level abbekommen und jetzt, also bald ist es beim zweiten. So, und das trotz EP-Teile? Schon zwei Level-Ups. Doch. Na, du Grobian. Hey. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Alles klar. Da musste ich glatt husten, du. Ein Owei. Das ist ja süß. Lass die Arena-Leiterin bitte einen Kokowei haben oder so. Das wäre echt schön. Das wäre nett. Es gibt nämlich recht viel Erfahrungspunkte. Zack. Sehr schön. One-Shot. Aber du hattest nur das Owei, ne? Okay, aber Level 33 kommt Torboga auf jeden Fall. Oh, ausgezeichnet. Und Dratini dürfte auch gleich noch ein Level abbekommen. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Ah, du meine Güte. Ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest also gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Ha! 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 Der war gut. Nun, Satzenia. Boah, das ist schon mal... Das ist der Shit, gegen den ich kämpfen will. Das ist der Shit, den ich... Ja, doch. Das ist schön. Das freut mich. Nicht Stachel... Nee, das freut mich nicht. Weil Stachelspore ist echt eine ätzende Fähigkeit. Paralyse ist halt einfach das Schlimmste, was es im Pokémon gibt. Anstatt das Veränderungen. Hatte ich, glaube ich... Ja, ich glaube, ich habe ätzende Paralyse, hatte ich. Als Titel. Für einen Part letztens erst. Weil Paralyse ist halt einfach kacke. Paralyse ist halt, ich weiß nicht, mag's nicht. Paralyse ist so nervig. Sehr schön. Torboga Level Up. Level 33. Sehr gut. Und Dratini, noch nicht, schade. Okay, Tangela, okay. Wenn du jetzt auch Stachelspore kannst, ne? Dann flippe ich aber aus. Erstmal fliegen. Verwurzler. Okay, das heilt Tangela, ne? Oder das Team allgemein, glaube ich. Immer nach einer Runde. Glaube ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Leute. Ich kann auch Stoß erzählen. Dratini Level 20. Oh, schön. Sehr schön. Schon mal Level 20, das ist gut. Und ein Giflor. Okay. Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, ich setze Fliegen ein. Danach vielleicht noch einmal Aeroas. Stachelspore. Gut ausgewichen. Ich glaube, das One-Shotet nämlich nicht. Nee. Nochmal. Ey. Oh. Ja, diesmal heile ich nicht. Diesmal setze ich einfach Aeroas ein. Säure dürfte nicht so viel Damage machen. Nee. Und Aeroas trifft. Sehr schön. Somit ist Givlor auch besiegt. Wir erhalten den nächsten Orden. Und... Gigasauger. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Danke. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Bitte nimm doch dieses Geschenk. Das ist Gigasauger, Leute. Dein Pokémon hält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Das ist sehr schön. Das ist nämlich eine ganz gute Attacke. Ich glaube, die könnten wir wirklich Dratini beibringen. Wenn Dratini diese Attacke können tut. War das Deutsch? Weiß nicht. So, wir gehen ins Pokémon Center, holen uns aber noch von aus Saffronia City schnell Psychokinese, würde ich sagen. Ich glaube ja. Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und wie gesagt, ich bin gerade am Überlegen, gehen wir den Fahrradweg runter? Ich habe halt einfach keinen Bock auf den Fahrradweg. So. Weil die Pokémon sind da auch nicht so stark, aber es wär theoretisch ein gutes Training für Torboga noch und für Dratini dann. Aber ich habe halt eigentlich echt keinen Bock.
Ich glaube, wir gehen einfach in die nächste Arena. Dieser Tee, er riecht so lecker. Hä? Ich kann ihn haben? Wow, danke, das ist nett. Falls du nach Saphonia City möchtest, dann darfst du passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Okay, mach das. Wusste ich noch gar nicht, dass wir das noch nicht abgegeben haben. So, ich bin nur kurz hier. Ihr habt das schon gesehen, Team Rocket ist hier. Das machen wir aber später. Ich bin nur kurz hier in das Haus, um mir von dem mal einen Psychokinese hüllen. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Oh yeah. Psychokinese ist eine sehr schöne Attacke. Sie verbindet Spezialfähigkeiten des Gegners. Das ist cool. So, und ich glaube, wir scheißen auf den Fahrradweg und gehen einfach... nicht mit Porenta. Einfach ab nach Fuxania City und machen die Arena. Das ist immer so schwer, dieses eine Kästchen nach oben zu gehen. So, wir versuchen... wir können Stärke jetzt einsetzen, ne? Dann können wir jetzt gleich nochmal kurz beim Haus des Wärters den Stein bewegen und uns das Item holen, ablegen. Porenta. Box 2. Nehmen. Smetbo. Denn dich brauchen wir jetzt auch, Smetbo. Dich brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Denn du bist unser Pokémon für die Arena. Tausch. So. Genau. Und dann bringen wir nochmal schnell Smetbo Psychokinese bei. Gigasauge Aqua. Ich könnte auch Aquawelle-Dings beibringen. Und mal gucken, was wir noch so an Attacken bekommen, sag ich mal. Gucken wir mal. Psychokinese. Ich glaube, ich mache auch erstmal Schlafpuder weg. Ne, Giftpuder, komm. Ich mache erstmal Giftpuder weg. Schlafpuder ist nämlich noch ganz geil. Schlafpuder würde ich ganz gerne behalten. Schlafpuder ist sowas wie Hypnose und Hypnose ist immer gut. Sowas ist immer gut zu haben, würde ich sagen. Ja. Und... Zack. Sonderbonbon. Jetzt haben wir 5 Stück. Wir haben 5 Sonderbonbons, Leute. Ich merke gerade, der Part ist gleich vorbei. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr, jetzt in die Arena zu gehen. Ich würde auch einmal kurz ganz gern nach hier links gucken. Erstens wäre da unten ein Trainer, aber den ignorieren wir. Aber vielleicht ist hier wieder ein Assistent von Eich? Nein. Ich suche Lamus. Tausch es gegen Schlob? Nein. Ich habe keinen Lamus, tut mir leid. Schade, schade. Ich weiß gar nicht, bei welchem Wärter oder bei welchem Assistenten wir Eisenschweif bekommen. Eigentlich sollte man Eisenschweif bekommen von irgendwem. Warte mal. Ich habe ja die Liste, ich habe das alles hier immer noch offen, das ist das Gute. Eisenschweif. Ne, hier steht für 3500 Münzen in der Spielhalle. Aber hier auf der anderen Seite steht Eisenschweif, Wärter, Haus, Route 12. Oder Spielhalle. Warte mal, wo ist denn Route 12? Wir können ja hier das per Fliegen ausmachen. Hier ist Route 18, Route 15. Hier ist Route 12. Aber der wollte uns was anderes geben. Ist ja dumm. Okay, dann muss ich Eisenschweif, wie es aussieht. Ja, dann mache ich das noch schnell, Leute. Dann ist das, was wir jetzt noch machen. Gehe ich nochmal schnell in die Spielhalle und hole mir nochmal Eisenschweif. Es tut mir leid, aber wenn ich mich nicht auf meine Quellen nicht verlassen kann, dann ist das kacke. Ich glaube nie wieder diese Seite, wo ich Items herbekomme. Das ist echt dumm. Erst Flammenwurf, dann jetzt hier nochmal Eisenschweif, ey. Ist doch doof. 23, bitte, ja. Was haben wir hier? Wir hatten hier... Genau, hier hätten wir uns noch einen Dratini holen können. Aber das haben wir jetzt ja auf anderem Weg geholt. Tut mir leid, dass ich das jetzt so gemacht habe, aber ich finde das, also, dass ich nicht da... Ich habe das halt am Anfang des Let's Plays, habe ich mir die Attacken ausgedacht. Mir so gedacht, ja komm, Eisenschweif ist eine coole Attacke für Shiggy. Einfach mal so. Und wir haben jetzt übrigens alle Attacken für für Turtok. Aber dass das jetzt nicht kann, ist doof. Das finde ich richtig, richtig doof. Das finde ich echt kacke. Aber gut. Musste ich jetzt halt so machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich lass mich nie wieder auf diese Seite. Ich glaube, das sind Bisa-Fans. Bisa-Fans da kacke stehen, ne? Dann weiß ich auch nicht. Kann ich auch nichts machen. Aber gut, Leute. Das war's erstmal mit dieser Folge. In der nächsten Folge holen wir uns den Orden hier und danach geht's ab nach Saphronia City. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut
da rein.